Wie gelingt es, Menschen mit Design zu inspirieren? Wenn man selber begeistert ist für Design, wenn man gut gestaltete Dinge gut findet, ist es sicherlich sehr häufig so, dass andere Menschen das auch gut finden. Denn viele erfolgreiche Produkte, die gut gestaltet sind, sind ja deshalb erfolgreich, weil es viele Leute schön finden. Was macht ein Möbelstück zu einem Designklassiker? Die Langlebigkeit der Materialien und natürlich die Langlebigkeit des Designs. Dinge, die formal einfach so gut sind, dass sie über Jahrzehnte hinaus an Aktualität nicht verlieren. Haben Sie einen absoluten Lieblingsdesignklassiker? Aus der Bauhaus-Ära gibt es einige Stahlrohrklassiker, die sehr schön sind, von Marz Damm und von Marcel Breuer. Und aus der heutigen Zeit gibt es natürlich auch einige Produkte, die mir sehr am Herzen liegen, aber die müssen erst noch beweisen, dass sie Klassiker sind oder werden. Wie schafft man es, Trends zu setzen? Erstmal muss man wissen, was passiert in der Welt, wie entwickeln sich Trends und wann werden Trends abgelöst. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade in der Modebranche oder in der Farbenwelt bei Stoffen oder Ausführungen von anderen Materialien wie Holz eine Vorreiterrolle spielt, auch experimentiert mit Farben und feststellt, dass diese Sachen gut verkäuflich sind. Wie wichtig ist für Sie Tradition? Sehr wichtig. Unser Unternehmen ist ja fast 200 Jahre alt. Heute ist die 6. Generation in unserem Unternehmen tätig. Wobei man sagen muss, Tradition ist eine große Herausforderung, die einen mit Stolz erfüllt, aber manchmal auch eine Bürde, weil man natürlich die Tradition immer im Hintergrund hat und sich trotzdem weiterentwickeln will und entwickeln muss. Wie und wo finden Sie Ruhe? Am besten zu Hause oder im Urlaub. Und wie? Ein gutes Buch lesen, sich mit, ich fahre gern Motorrad, da finde ich auch sehr viel Ruhe und Entspannung. Das sind Dinge, die mir Spaß machen. Welches ist Ihr größtes Talent? Da müssten Sie eigentlich fast andere Leute fragen. Also ich würde vielleicht sagen, der Umgang mit Menschen. Man muss immer sehr aufpassen, wenn man Menschen kennenlernt, dass man sie nicht in eine Kiste wirft, sei es jetzt äußerlich oder sei es sonst vom Habitus her. Wie wichtig ist Ihnen Genuss? Sehr wichtig. Es gibt sicherlich viele Genüsse. Ein Genuss ist sicherlich Zeit zu haben und zu entspannen, was eben auch schon gefragt wurde. Aber auch der Essensgenuss ist ein Genuss, den ich sehr gerne nachgehe. Und genießen tue ich aber eben auch mein Wohnumfeld oder überhaupt Einrichtung ist für mich ein hoher Genuss, gute Einrichtung.